Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal um einen Sony-Lautsprecher gehen, in einen portablen Lautsprecher mit Bluetooth, NFC, Wasser, Spritzgeschütz besser gesagt, einer langen Akkulaufzeit von 24 Stunden, was ich auch schon sehr selten erlebt habe, und eingebautem Licht. Gerät kostet 119 Euro. Gibt es in den Farben, wie ich sie jetzt gekauft habe, grün, also so einen matten Militärgrün eigentlich, schwarz, rot und einen Blau dürfte es das noch geben, genau. Ihr seht, IPX5 Water Resistant, also Spritzwasser geschützt, denke ich mal, wird es nicht sein. Wireless Party Exchange, also kann man mehrere Lautsprecher zusammen zu einem großen bilden. Speak to Phone, also kann man darüber telefonieren. Light for Party mit integriertem Licht, Boost-Based Charge zum Laden, 24 Stunden Akku und Speak-Add-Funktion links und rechts. Wie ihr seht, gibt es für die Box eine App bei Google Play Store, App Store. Extra Bass ist eingebaut, wo der Bass besser sein soll. Clear Audio Plus und genau. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Gucken wir mal rein in die Zauberschachtel. Und genau. So, jetzt der Lautsprecher. Ich mal kurz zur Seite. Betriebsanleitung. Kein Schwein braucht eigentlich, wenn man ein bisschen mit der Technik sich beschäftigt. So, das war's dann. Ich schaffe es mal zur Seite. Hier drin wird jetzt das Ladekabel sein, denke ich mal. Gucken wir mal rein kurz. Ja, verschiedene Adapter sind dazu für EU-Steckdosen, für amerikanische Steckdosen. Und hier ist das Ladekabel mit diesem Ladeteil kann man halt dann die normale EU-Steckdose, den Adapter drauf stöpseln. Können wir das reinschneiden, festklicken, fertig. Und einem Rundstecker zum Laden des Lautsprechers. Genau, das ist die Seite. Tun wir mal den Lautsprecher auspacken. So. Noch ein bisschen Werbung dran. Wie ihr seht, wieder steht alles drauf, was es ist. Hinter fliegt nur ein Zettel. Ja, mit der Schutzkappe, wo alles dahinter ist. Das machen wir mal ab. Das machen wir ab. Genau. Das ist der Lautsprecher. In dem matten Grün gehalten. Sehr schön, seltene Farbe. Vorne, wie ihr seht, in dem Grill links, rechts Lautsprecher. In der Mitte für Bässe, denke ich mal. Für hinten für Bässe. Oben drauf extra Bass. Also kann man drücken, hat man mehr Bass, wenn man das möchte. Telefonanrufe-Taste, Play, Pause. Das kann ich jetzt gar nicht direkt sagen, aber ich denke, das hat was mit links, rechts zu tun. Ton, Ausgabe, lauter, leiser. An-Taste und Pairing-Taste. Zum Pairing muss man halt nicht An-Aus-Taste gedrückt halten, um das Pairing per Bluetooth durchzuführen. Auf der Rückseite, wenn man dann die Kappe abnimmt, die Gummi ummantelt ist zum Schutz vor Wasser. USB-Anschlüssen vollwertig zum USB-Stick anstecken, Ladeport, Reset-Button und ein Klinkenstecker. Die Box alleine hat, lasst mich jetzt mal kurz schauen, ob es draufsteht, aber ich glaube, die Box hat ja auch Bluetooth 4.0 schon mal und hat, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 20 Watt. Oh, ich sehe es jetzt nicht genau, ich werde es nochmal dazu schreiben. 20 Watt, denke ich mal ungefähr. Und genau, wir machen es mal kurz an, wenn Strom drauf ist. Geht. Wie ihr seht, habt ihr jetzt vorne einen Lichtring ringsrum. Dieser Lichtring ändert die Farbe und man hat halt, wenn man Bluetooth oder Musik hört, an der Seite noch blinkende, oft blitzende Dinger, die nach dem Ton des Liedes gehen. Genau, aber das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zu dem Lautsprecher. Einen Klangtest werde ich, denke ich, mal machen. Ich habe mir nämlich noch einen zweiten geholt.
Und Klangtest werde ich heute zwischen beiden dann machen und dann werde ich sehen, welcher besser von beiden ist. Aber das soll es auch gewesen sein. Dann bis zum nächsten Video und tschüssi.